www.kolumbansweg.ch. Ja, aber jetzt Wolfgang, wir sind jetzt gerade schon mitten drauf und bei mir der Raimund Dissen, wir sind so am Galluszentrum. Und jetzt sagt er, der Jakobsweg hätte schon gemacht, der Raimund. Und gell, ich habe immer gedacht, die sind die Einzigen, die nicht so genau wissen, wo dann der Kolumbansweg durchgeht. Und tatsächlich, der Raimund weiss es auch nicht. Also, da musst du noch viel erklären, gell? Ja, ja, sicher. Eben, weil der Kolumban selber ist ja in unserer Breite gerade nicht so bekannt. Man kennt den Gallus, der ist bei uns ein Begriff, Kolumban bedingt. Im Ausland, Italien, Frankreich, Irland, da kennt man vor allem den Kolumban. Der Gallus, in Irland kennt man ihn besser, aber zusätzlich in Italien kennt man ihn praktisch nicht. Man weiß, dass es ein Jünger war oder ein Gefährte vom Kolumban, aber man kennt den Gallus eigentlich eher weniger. Also Raimund, auch etwas für dich, um da zu schauen, oder? Ja. Weißt, dass es den Kolumban gegeben hat. Ja. Also mit dem Gallus auf Weg war, ist nicht jetzt mal an. Das ist mir schon bekannt, dass er von Nordirland hergekommen ist. Aber dass es einen Kolumbanweg gibt, so wie einen Jakobsweg oder eben einen Olafweg, da habe ich nicht gewusst. Der ist schon ganz neu. Und der ist ganz neu. Der ist unter der nächsten Dienstag einweihen. Genau, und wenn du denkst, Raimund, stell dir das mal vor, der läuft jetzt bei dir vorbei, da am Galluszentrum. Super. Und der Jakobsweg hast du ja gemacht, wie lange hast du gehabt? 67 Tage, von Genf bis Santiago. Ah, du hast es dort erst angefangen. Du hast 83 Tage von Konstanz. Super. Wann hast du noch gemacht? Im 2002. Ja. Wir waren 99. Ich habe mir auf den 40. geschenkt. Aha. Ich bin 41 geworden, weil ich ein Jahr vorbereitet habe. Ja. Das ist bei mir ist genau das Gleiche, aber 10 Jahre später, mit 50. Wir haben 51. So alt, ja. Wir stellen jetzt natürlich den Kolumbansweg vor und eben auch, was der Wolfgang Sieber das Haus noch alles gemacht hat. Und, aber einmal etwas hat mich interessiert, wenn du da bist. Hast du Gitarre mitgenommen von Jakobsweg? Nein. Nicht? Nein, die habe ich nicht auch noch mitschleppen. Und gell, Geschichte. Gell, ist immer das gleiche, Wolfgang. Man sagt immer so wenig Gepäck wie möglich und man nimmt immer so viel. Und dann nimmt immer alle zu viel mit. Immer alle zu viel. Wir haben nach 3 Tagen haben wir das erste Päckchen heimgeschickt mit 3 Kilo. Nach dem Hörnli. Ja, ich weiß, was Hörnli ist. Ich habe nach 2 Wochen etwa 4 Kilo heimgeschickt. Eben, wir haben dann nach einer Woche nochmal 3 Kilo heimgeschickt. Ja. Oder 3,5 Kilo. Oder 2 Wochen. Nein, 10 Tage. Und apropos heimschicken, wer hat denn Kolo nach der Hälfte der Weg? Nichts. Alles dreht. Alles dreht. Ja. Das Einzige in Genf habe ich noch das Büchlein durch die Schweiz heimgeschickt, weil das ist schwer. Ja, genau. Ich hatte etwa 2,5 Kilo Bücher allein gehabt. Wahnsinn. Und da bist du dann froh, wenn du jedes 100 Gremli nicht schleppen musst. Weil Wasser musst du dann nehmen. Wir sind im August gegangen. Man hat über 30 Grad, da hast du ein Wasser gebraucht. Ja, das ist so. 83 Etappen, gell? 7 Wochen? Ja, 12 Wochen. 12 Wochen? Ja. Ah ja, Entschuldigung, natürlich. Ich meine 7 Tage August Woche. Bis 24. Oktober. Ja. Und am Schluss 10 Kilo weniger, ne? Ja. Und am Schluss der Berg draufgesprungen, fit wie ein Turnschuh. Santiago rein, genau. Ja. Nein, www.kolumban.ch. Kolumbansweg.ch. Ja gut, dann machen wir uns da mal medial auf Weg. Gute Zeit, viel Vergnügen. Danke. Und danke. Wir hören uns eins. Ja, ist gut, bin sehr einverstanden. Du hast meine Adresse dort drauf. Sehr gut. Okay. Danke. Ciao, Raimund. Ja, Wolfgang, so kommt man zu Kollegen, gerade ja, vor Ort im Galluszentrum. Das ist auch spannend an dem ganzen Projekt. Ich habe so viele Leute kennengelernt jetzt. Das ist gewaltig. Ich muss sagen, das ist wirklich das ist interessant. Und zusammenhängen sie schon auf einmal. Und ich muss sagen, das ist, ich finde das genial. Ja, das sehe ich jetzt irgendwie auch. Aber ich würde mich gleich mal interessieren, was nimmst du denn da mit? Wie viel, du sagst jetzt wenig, aber... Ja. Du redest jetzt vom, weißt, generell vom Weitwandern. Ja, wenn du weitwandern gehst. So. Ja, du... Ich denke, du brauchst im Grunde noch 2 Garnituren. Es kommt darauf an, natürlich, in welcher Jahreszeit du gehst. Wir sind jetzt ja im August, September, Oktober gelaufen. Am Anfang wahnsinnig warm. Man hat auch natürlich mit T-Shirt und kurzen Hosen hat's gelangt. Eigentlich bis zum Schluss. Wir haben nur am Schluss einmal noch die Regenhosen angelegt, wenn es am Morgen ein bisschen kühl war. Aber sonst hast du eigentlich bis abends haben wir immer kurze Hosen angehabt. Ja, ja. Und wir haben am Abend immer gewäscht. Mhm. Wir haben am Abend immer das T-Shirt ausgespült, die Unterhosen und die Socken. Das hast du jeden Abend gewäscht. Wenn es einmal nicht trocken worden ist, hast du am anderen Tag auf den Rucksack gebunden, hast die 2 Garnituren angelegt und mehr brauchst du nicht. Und dann brauchst du natürlich einen Regenschutz, und brauchst eine Apotheke, und brauchst eben ein bisschen Literatur, brauchst sicher
am Pulli oder noch irgendetwas für den Fall, dass es mal kalt ist. Ja, und dann eben das, was brauchst du zum Leben noch, so, zum Essen ein bisschen, immer eine Reserve haben, weil es könnte ja sein, dass du mal nicht gerade einen Laden findest, weil zum Beispiel in Frankreich, da läufst du natürlich zum Teil wahnsinnig weit und du kommst nie zu einem offenen Laden. Montag sowieso, Montag sind die Läden alle zu. Dann musst du einfach wissen, dass wenn du nichts dabei hast, hast du dann nichts. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Du hast gesagt, über 12 Wochen, 83 Etappen. Ja. Aber das ist jetzt konstant ein bisschen weggelaufen. Ja. Dann, was ist das die erste Etappe? 20 Kilometer? Ah, die erste war kurz, weil wir sind ja von hier auf Konstanz abends gefahren am Morgen. Jawohl. Da sind wir nur bis auf Weinfelden. Ja. Und am zweiten Tag, da ist etwa, weiß nicht mehr, 14 oder 17 Kilometer, 17 Kilometer, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Am zweiten sind wir von Weinfelden auf Fischingen. Und am dritten, das war dann schon eine rechte Murkstour, da sind wir am Morgen schon im Dunkeln losgelaufen, sind über das Hörnli und dann durch das Döstal raus bis auf Rapperswil. Das sind schon 32, zusammen, gell? Ja, 32 Kilometer. Ja. Das war schon happy gewesen, und dann an den Berg dazwischen. Und dann? Habt ihr nie gedacht so... Ja, nein, das ist schon so. Gut, dort haben wir ein bisschen gelitten, weil es ist brutal warm war. Mhm. Und der Weg ist eigentlich immer um die Dörfer herumgegangen. Und man hätte lieber gerne mal irgendwo ein Restaurant angetroffen, aber es war nichts. Ja. Man musste dann mal bei einem Bauernhof Wasser holen, weil man ist einfach nicht mehr herum. Aber es war noch interessant, auf dem Hörnli oben, das war für mich ein Irrsinnserlebnis, weil meine Grosseltern mütterlicherseits, die sind von Sirnach. Das ist ja dort unten eine Weil. Und mein Grossvater hat mir immer gesagt, wenn du dann mal Velo fahren kannst, dann gehen wir aufs Hörnli. Auf Fisching und dann aufs Hörnli. Und er ist dann aber gestorben, bevor ich Velo fahren konnte. Und ich bin nie auf das Hörnli gekommen, bis damals. Und im 99, als wir den Weg gemacht haben, dort raufgekommen, da ist am Morgen schon, ja, ist ein recht ein emotionaler Moment gewesen. Ich habe dann dort auch einen Stein mitgenommen, den ich mitgetragen habe, bis auf Spanien habe. Bis zum Cruz de Hierro, wo man einmal einen Stein ablegen kann. Und das war für mich noch, ja, ist wirklich ein wichtiger Moment gewesen. Dort warst du etwa 51 und das rum, oder? Ja, ich bin 48. Also wir haben gesagt, mit 50 können wir nicht gut gehen, weil da hat man Fest und Zeug und Sachen. Das ist nicht gerade ideal, weil der Geburtstag mitten im Jahr. Und dann hätten wir nicht so gut weg können. Und haben gesagt, im 51 gehen wir. Und dann sind wir weitergegangen. Und mit der Zeit kommt man so ein bisschen... Man kommt dann mit der Zeit rein, weil ja, wir haben eigentlich nicht speziell trainiert im Voraus. Mhm. Man hat gesagt, wir nehmen jetzt einfach, wie es kommt. Bist du schon ein Sportlicher gewesen? Überhaupt nicht. Nein, das, ich habe in der Schule und nie Sport gehabt. Ich war im Militär bei der Festung, weil man nicht hat müssen laufen musste, habe ich und dann hat man dann gleich müssen. Aber es ist dann gut, in der OS hat man dann ein bisschen mehr müssen laufen. Aber sonst war ich nie sportlich gewesen, nein. Aber hat immer noch ein bisschen mit Mut verangen. Aber ich habe es dann einfach gerne überkommen, für draussen sein und zu laufen. Mhm. Und es hat sich gezeigt, dass man im Grunde genommen Kondition kommt mit dem Laufen. Aha. Man muss einfach schauen, dass man am Anfang nicht zu lange Etappen macht. Weil es kann dann sein, dass man sonst verkleidet. Ah, die kannst du selber noch ein bisschen einteilen. Du kannst einteilen, wie du willst. Ich habe einmal so einen groben Plan gemacht, bis Abi. Mhm. Und habe dann immer noch etwa 10 Tage einen Freitag einplanen gehabt. Aber es hat sich dann gezeigt, dass man das eigentlich nicht braucht. Also wir haben es nicht gebraucht, weil es hat uns irgendwie ein bisschen vorwärts getrieben. Wir haben dann nach 4 Wochen das erste Mal eine Tagpause gemacht. Da hat meine Frau gerade Geburtstag gehabt. Und dann haben wir dort eine Pause gemacht. Und sie hat dann gerade noch die Schuhsohle lassen können, weil ihre Schuhsohlen sind durch waren. Und der Schuhmacher hat dann sich Mühe gegeben, dass er... Also die Wanderschuhsohle. Die Wanderschuhsohle, ja, genau. Ja. Dass er in einem Tag das konnte flicken und dem anderen haben wir es dann können geholen. Und dann sind wir immer, haben wir immer ein Zimmer bekommen, oder? Ja, es ist, man musste halt die Etappen müssen ausrechnen, so, dass man wirklich immer auf Unterkunft kommt. Aber eben damals hast du kein Handy und nichts Zeug, oder? Ich hatte ein Handy, da hat mir der Chef aufgedrängt. Ja, aber nicht mit, weißt, mit Karten und so. Nein, ich habe alles, Karten, Bücher, alles. Ja, 2,5 Kilo, wie gesagt, habe ich Unterlagen mitgenommen. Ja. Aber das Handy hast du nicht können reservieren. Also ich habe dann angefangen, dort wo es heikel war, habe ich am einen oder anderen Ort reserviert, aber lange nicht überall. Weil man hat dann gesagt, ja, wir sind jemand, der früh losläuft am Morgen und in der Regel so im Laufe vom Mitte-Nachmittag, je nachdem wie lange die Etappe ist, am Ziel sein. Und da hat man eigentlich fast immer irgendwo etwas gefunden in den Ort, wo wir ja vorher schon ausgewählt haben. Wir haben ja gewusst, wo es Unterkünfte überhaupt hat. Da gibt es genügend Literatur und Unterlagen darüber.
Du bist ja Betriebswirt, gell? Also, ja. Das heisst, ja, eben, du hast studiert natürlich so. Weißt, ich habe nur gedacht, dass der Happy Kerkling hat gesagt, ich bin da mal weg. Also, ja, genau. Hast du das so gemacht, oder? Nein, nein, man hat natürlich schon ein bisschen mehr müssen planen, weil ich ja da noch gearbeitet habe, Berufsleben war. Und ja. 3 Monate weggehen ist ja auch nicht so offensichtlich. Was haben sie gesagt dort? Ja. Wo bist du bei der Balzers gewesen, damals? Nein, nein, da bin ich schon weg. Da schon weg. Habe ich das Büro in St. Gallen, das Outplacement-Büro, wo ich aber allein war mit einer Assistentin. Ja, ja. Und ja, ich habe einfach gewusst, ich mache das. Und habe dann irgendwie zufällig Lösungen gefunden für diese Zeit. Und ich habe dann meinen Chef eigentlich auch nie gefragt. Ich habe gesagt, ich gehe dann. Also ich bin dann mal weg. Nur habe ich ihm einfach gesagt, ich bin dann nächstes Jahr 3 Monate weg. Und dann hat er die grossen Augen gemacht und gesagt, ja, wie stellst du dir das vor? Dann habe ich gesagt, so und so und so. Gut, du musst es wissen. Aber hat er sicher, das ist... Naja, den Moment hat er natürlich schon geschluckt, weil, eben, weil ich bin allein und dann das Büro wäre sonst zu gewesen, oder? Und 3 Monate, das kannst du nicht. Aber ja, es ist dann gegangen. Eben, und ich konnte das nachher eigentlich können brauchen, auch in der Beratung von den Leuten, die eine neue Stelle gesucht haben im Outplacement. Ich habe das viel als Beispiel gebracht und gesagt, wenn man wirklich etwas will, dann gibt es immer Lösungen. Mhm. Man muss es wirklich wählen, aber man lügt sich vielmals selber an, ja, Gott hat wegen dem nichts. Oder man findet Entschuldigungen und Begründungen. Und das ist der Grund, warum es dann eben nicht geht. Ja, ja, ja. Und wenn man es wirklich überzeugt will und sagt, ja, ich gehe den Weg, ich hätte auch gekündigt, wenn er mich nicht gehen lassen hätte, hätte ich gesagt, dann gehe ich halt, dann kündige ich. Weil mir ist das jetzt so wichtig gewesen. Mhm. Denn der Weg war eigentlich etwas, wo Frau und ich schon lange geplant haben. Wir haben gesagt, wir machen das mal nach der Pensionierung. Und dann ist im 97 ein guter Kollege in Pension gegangen, vorzeitig auch, ist mit seiner Frau, die Kanadierin war, ist er ausgewandert auf Kanada. Und er hat dann da noch alles erledigt und den Haushalt aufgelöst und ist übergeflogen am 24. Dezember und ist dort dann angekommen. Im Flüger, Herzinfarkt, nach 2 Monaten Pensionierung dort. Mm-hmm. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wir warten nicht bis zur Pensionierung, weil meine Eltern sind auch früh gestorben. Und ich habe gesagt, ob es mich noch früh trifft, kann ich nicht sagen. Aber wenn man es gehabt hat, hat man es gehabt. Wenn wir es dann nach der Pensionierung nochmal machen, dann haben wir die Möglichkeit. Das läuft ja nicht davon. Und darum sind wir gegangen. Und das ist das Schönste und Beste, was ich je gemacht habe. Wir stehen jetzt ja hier bei dem Gallus-Center, also man könnte x verschiedene Sachen, das ist so bei Etappe 15b beim Kolumbansweg, gell? Und da sieht man auch noch hinten drauf, vielleicht sieht man es zum Teil noch eben wegen Corona, nein, musst du gerne weg, weißt du, oben dran sieht man, weißt du, die Fähnchen, vielleicht noch Corona und so weiter, eben, wenn man so Sachen sieht, wie schnell so etwas passieren kann, dann hat man vielleicht ganz eine andere Ansicht von dem, was man eben noch ein bisschen machen will, oder? Richtig. Wir können dann auf den Kolumbansweg, aber du schreibst ja immer, es entschleunigt, also ist das etwas, weißt das du bist auch mal ein Stressjob drin. Ja, du, es hat mich gefordert, weil gerade die Beratung von den Gekündigten, die sind ja nicht unbedingt im besten Moment von ihrem Leben bei mir gewesen. Ja. Oder? Die haben eine Kündigung hinter sich gehabt und für die wenigsten ist das etwas Angenehmes. Also man hat dort eigentlich viel überkommen von denen im Sinne von, die haben abgeladen, Frust und weiß ich was alles. Und ich habe sie ja nie abladen können. Es ist dann alles bei mir geblieben. Darum musste ich nach 7 Jahren sagen, ich muss einmal Luft haben, ich muss einmal wieder... können wirklich entleeren und da ist mir darum optimal gewesen für das. Und du hast gesagt, wegen dem Entschleunigen, da ist natürlich eben, immer so weit wandert. Das ist das Beste, was man machen kann, weil da merkst du plötzlich... Also es ist ein bisschen über 2000, gell? 2300, das kommt ein bisschen darauf an, wo das mal läuft. Der Jakobsweg. Jawohl, also der jetzt, es gibt ja eben verschiedene, aber der ist um das natürlich, genau. Und es ist einfach so, dass man im Grunde genommen merkst du, was wichtig ist. Mhm. Du, am Morgen tust du die Augen auf, schaust raus, wie ist das Wetter. Du überlegst dir, wie ist die Etappe, geht es auf, ab, wie lang ist sie, wie früh muss man losmarschieren. Dann fragst du dich, wo ist der erste Kaffee? Was treffen wir für Leute? Wo sind wir am Abend? And that's it. Mir interessiert dich eigentlich nicht. Mhm. Du lest keine Zeitung, ich habe nie eine Zeitung gelesen, ich habe keinen Fernseher geschaut, 3 Monate lang. Wirklich dunkel und es ist erstaunlich, die Welt hat sich exakt genau gleich weitergetragen, ob ich das jetzt gewusst habe, was irgendwo passiert. Bei uns in der Parlamentswahl in dieser Zeit war. Ich habe es dann, als wir zurückgekommen sind, habe ich dann gelesen, was gegangen ist, aber ich habe es ja eh nicht beeinflussen können. Also. Hast du es noch mitnehmen können, weißt du, wieder ins Berufsleben?
Oder ist man schnell wieder? Nein, wir haben nachher, also sowohl im Berufsleben wie auch privat, wenn wir in die Ferien sind, nachher, haben wir praktisch immer mit dem Rucksack. Ja. Weil dann hast du gewusst, du kannst nicht viel mitnehmen. Und weißt du, meine Berufsleben, dass du nicht wieder beschleunigt hast? Hast du so dort ein bisschen mehr Ruhe gehabt? Bis zu einem gewissen Grad kannst du dem nicht entfliehen. Aber ich habe dann nachher reduziert auf 90%. Weil ich gesagt habe, ich will einfach noch ein bisschen mehr Zeit für mich und für die Familie auch haben. Mit der Frau zusammen können sein, das war mir halt wichtig gewesen. Und darum haben wir dort, habe ich gesagt, 90% langen. Uns langen. Es ist gut gegangen. Höchst interessant. Jetzt sind wir eben hier am Gallus-Zentrum in Grabs, 23. Juni. Ist noch ein bisschen Corona-Zeit, allerdings jetzt irgendwie schon wieder eine andere Lage, gell? Besondere Lage, oder? Ja. Aber wenn ihr schaut, dass das Mikrofon noch vorher desinfiziert ist, dass man ein bisschen Abstand haltet, darum auch ein bisschen die Filmerei. Wir gehen jetzt miteinander auf Weg, mit dem Kolumbanzweg. Zuerst jetzt aber noch, der Kolumbanzweg ist jetzt ja nicht jetzt im 2020 neu. Der wird jetzt dann quasi offiziell zwei Dinge so eröffnet, 2020. Ja. Aber der eine frei, der kennt mich auch, Kommunikationsspezialist, oder zum Beispiel Benny Bruckmann, lange beim Tagblatt Sportreporter, das sind beide so Weitwanderer. Jawohl. Und ich glaube, im 2012 oder wann, hast du vom Rainer Frey mal ein Telefon bekommen, damals schon? Genau. 2011 hatten wir einmal angerufen und gesagt, du, ich habe eine Idee. In 2012 ist ja 1400 Jahre Gallus in St. Gallen. Ja. Und er wollte das quasi feiern mit einer besonderen Veranstaltung, indem er mit Teams von Bangor, von dort, wo die Kolumban mit seinen Gefährten losgezogen ist, wollte die Wanderung nachvollziehen bis auf St. Gallen. Mhm. So stafettenartig, jedes Team läuft ein Stück auf dem Weg. Und er hat gesagt, ich habe schon zwei Teams zusammen. Und dritt habe ich Aussicht und ja, wenn es dich interessiert, würde mich freuen, wenn du mitmachen. Und mir ist natürlich sofort Sonne. Und ich musste dann nicht lange studieren. Zwar meine Frau schon noch gefragt, aber sie hat dann sofort gesagt, ja, selbstverständlich ist sie dabei. Und wir haben uns dann entschieden. Sie hat dort bei der Spitex gearbeitet? Dort hat sie bei der Spitex gearbeitet, genau. Sie hat dann auch halt 3 Monate ausgesetzt. Aber, Entschuldigung, das war schon im falschen Weg. Nein, ja. Sie ist dann dort. Was haben wir gesehen? 450 Kilometer haben wir gelaufen. Das sind etwa, was nicht mehr genau, 3 Wochen, 3,5 Wochen oder was ist es? Ja, ja, ja. Und dort haben wir dann das Stück gewählt von Soissons auf Luxeuil. Soissons ist zwischen Paris und Reims. Und Luxeuil, dort hat ja der Kolumban dann das Kloster gemacht. Und wir haben gesagt, wir übernehmen das Stück. Wir dann müssen das Ganze schauen, wo geht der Weg durch. Weil geschrieben ist es nie. Man muss den Weg selber suchen. Und wenn man es dann laufen will, muss man auch noch schauen, dass man nicht viel auf Asphalt laufen will. Man sollte etwa Unterkunftsmöglichkeiten in gescheiden Abständen haben. Und so weiter. Und das ist in Frankreich nicht so ganz banal. Also wir haben einen Witz gesucht. Und wir sind dann, und wir haben eigentlich die Idee gehabt, wir laufen den Weg. Am Schluss machen wir eine Volkswanderung von hier, von Grabs, vom Galluszentrum auf St. Gallen, um dann das quasi gebührend zu feiern. Man sieht, man schreibt ein Buch darüber, im Sinne von Tagebuchartig. Und tun das Buch dann rausgehen an dieser Volkswanderung auf St. Gallen, tun wir es quasi eröffnen. Und unsere Vorstellung war, man könnte eine Art Gallusweg machen, von Irland bis zu St. Gallen. Das war unsere Grundidee. Aber als wir die Vorbereitungen getroffen haben, mussten wir sagen, eben, es kennt eigentlich kaum jemand den Gallus, aber Kolumban kennt man ein bisschen eher. Und ich bin dann ins Gespräch gekommen. Also international, gell? Ja, genau. Einfach da kennt man mehr den Gallus. Da kennt man mehr den Gallus, ja, ja. Aber in den anderen Ländern kennt man ihn schon. Aber als Gefährte von Kolumban und der ist die grosse Figur. Und ich bin dann in Kontakt gekommen mit dem Präsidenten von der Freund von Kolumban in Frankreich. Der wohnt in Luxeuil und er hat mir dann können dort einen Haufen Informationen über den Kolumban geben. Und nachher... Wir werden auch beobachten, darum haben wir noch eine Pause. Ja, das ist gut. Gut. Aber warte mal schnell dazwischen. Ja. Kennen Sie den Kolumban? Schon gehört, ja. Das ist so ein Weg, oder? Wo man kann Hey, die ist gut. Das hast du gehört? Ja. Die sagt, das ist so ein Weg, wo man kann... Ja, genau. Hey, du, hallo. Wo sind wir stehen geblieben? Wegen dem Galluswerk, genau. Wir wollen. Und ja. Wir haben festgestellt, das gibt's, kann man nicht machen. Und von dem Jacques Prudhon, wie der Präsident von diesen Freunden gesagt hat, habe ich erfahren, dass sie im Sinn haben, einen europäischen Kolumbansweg zu schaffen.
eigentlich ein europäischer Kulturweg von Bangor, vom Ausgangspunkt, also in Nordirland, durch Frankreich, durch die Schweiz, Liechtenstein, bis auf Bobbio in Norditalien, ja, wo der Columban dann 615 gestorben ist, der das letzte Kloster gegründet hat. Und er hat dann gesagt, uns fehlt in der Schweiz noch eine Kontaktperson, damit wir auch das Schweizer Stück und einbauen. So bist du dem Columban-Zweig gekommen. Und so bin ich zum Columban-Zweig gekommen. Und jetzt laufen wir noch ein Stück. Ja, das ist gut. Aber ich sehe jetzt schon, was mit dir wäre zum Laufen noch interessant. Du müsstest immer etwas zu erzählen, gell? Ja, wenn es über das geht, schon. Die Filme haben wir hier kennen, gell? Also ist jetzt auch ein bisschen so, wie der Columban jetzt hier wieder filmen, so ein bisschen mit einem kleinen Stativ rumlaufen und so. Ja, ja. Ja, wir probieren es mal. He? Okay. Gut, okay. Jetzt sind wir da im Gallus-Center und jetzt gehen wir mal auf Weg, natürlich mit allen Mitteln, die der Columban auch schon gehabt hat, mit einer GoPro und super Weitwinkel, oder? Ja, also, und wir probieren es mal. Wir sehen in dieser Sonne nicht gerade Geralds, oder? Und du hast mir vorher gesagt, wir gehen jetzt mal dort zum Mühlirad durch. Das heisst, ja, dort, du kennst dich da natürlich schon ein bisschen aus, oder? Ja, ich würde sagen, wir haben letztes Jahr Senioren für Senioren Sargans haben wir Besichtigung von dem Mühlibachweg gemacht. Und haben festgestellt, das ist super interessant und spannend. Und gerade hier jetzt auch bei dem Schmied. Er hat dann für uns extra noch angefangen zu hämmern und zu schaffen. Und darum haben wir dann das Ganze in Aktion gesehen. Aha. Ja. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr schön gemacht. Es gibt einen guten Eindruck und es macht einem auch bewusst, was für eine Bedeutung das Wasser hat für die verschiedenen Anwendungen. Vom Waschen über Antreiben von irgendetwas, ja, zum Leben, zum Bewässern. Jawohl. Es hat überall, braucht man Wasser. Ja. Und man hat aber auch können sehen, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, um dann das Wasser abgraben. Da kommt man noch ein bisschen zu Philosophie. Ja, absolut, absolut. Nein, ich muss sagen, es war echt gut gewesen. Also ich finde das toll. Ich finde es schön, dass du es gemacht hast. Und auf dem Weg kannst du natürlich auch ständig und immer. Hast du denn Zeit, um etwas zu verweilen, um etwas warten? Also ja, gerade verweilen tut man meistens nicht fest, außer es hat irgendetwas Interessantes, was einem interessiert. Eben. Also, wenn man so zu dem Mühlrad kommt, so, ja, dann müsstest du das eher ein bisschen mal merken und vielleicht später mal, wenn dich etwas interessiert, darauf kommen. Ja, wieder, dann kommst du wieder zurück. Aber sonst kommt noch ein Velo hinten dran. Okay, ja, da läuft schon vorbei, das Velo. Das ist kein Problem. Eben. Man muss auch Rücksicht nehmen, natürlich, gell? Ja. Das machen wir jetzt natürlich, wenn das Velo vorbei möchte. Da schauen wir jetzt aber voll vorbei. Hallo. Dann nimmt man sich mal ein Wunder. Hast du schon mal etwas gehört vom Columbansweg? Siehst du, ihr geht es gleich wie mir. Ich habe keine Ahnung gehabt. Du fährst jetzt auf dem Columbansweg. Okay. Gell? Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Wenn man ganz weit fährt, kommt man bis auf Norditalien oder auf die Seite auf Nordirland. Ja, das ist dann eben halt so, also man kommt immer wieder mit Leuten ins Gespräch. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, man sieht Zeug, man schaut dann natürlich auch, vieles kann man anschauen. Vor allem schaut man sicher die Kirchen an, wenn man jetzt auf einem so Weg unterwegs ist. Jawohl. Und ich finde, man kann religiös sein oder nicht. Es lässt einem nicht ganz kalt, weil es gibt schon gewisse Emotionen, wenn man all das sieht, was hier geschaffen worden ist, ob es gut oder nicht gut sei, das ist jedem seine Sache. Aber grundsätzlich finde ich es interessant, wenn man unterwegs überall sieht und man beobachtet wahnsinnig gut. Ja. Und das ist noch interessant, eine kleine Anekdote, wo wir das uns vorbereitet haben auf dem Gallusweg für das Buch zu schreiben. Da haben wir mit dem Herausgeber vom Buch haben wir geredet, wie wir das machen müssen. Und dann hat er gesagt, pro Tag 2 bis 3 Seiten mit Bildern. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber was machst du, wenn du einen Tag nichts hast? Er hat gesagt, das gibt es nicht. Es gibt jeden Tag etwas. Und es ist interessant, es hat jeden Tag, ich habe nie ein Problem gehabt, die 2 oder 3 Seiten zu füllen. Weil du siehst plötzlich Sachen und achtest Sachen, die vielleicht sonst achtlos daran vorbeiläuft. Ein wunderschöner Häuschen-Schneck, der über den Weg läuft. Ich habe Fotos gemacht, das hat mich so fasziniert. Das finde ich eben interessant und das dann bewusst. Das hast du noch können, Fotoapparaten so mitnehmen, das schon. Ja. Und hast du auch ein Tagebuch geführt, damit du Erinnerungen hast? Genau, ich habe ja dann über den Jakobsweg ein Tagebuch gemacht, in Buchform. Aber das eigentlich nur für den Hausgebrauch, für die Leute, die mich kennt haben.
Ja, jetzt sind wir hier, also bei der evangelischen Kirche Grabs, hinter das Gallus-Zentrum. Also, mindestens was die Religion betrifft, haben wir jetzt beide hier zu Grabs mal berücksichtigt. Genau. Und jetzt gehen wir auch weiter in die Höhe auf, dort her, wo es keine Kirche gibt. Und laufen hier jetzt einmal so weiter. Ja, ist gut. Ja, jetzt sind wir ein kleines Stückchen gewandert, also jetzt in die Studenstrasse. Das ist schon ein kleiner Teil von dieser Route 15b. Und da sehen wir es natürlich auch auf der Route 15a. Durch. Also, wenn man genau schaut, ich weiss nicht, mögt ihr das sehen, hinten dran ist Feldkirch und eine Etappe geht dann gehen von Feldkirch auf Balzen zu. Also, ihr geht dort eben natürlich über den Rhein, über die Bregenz, oder? Ja, also über die, dort durch das ganze Naturschutzgebiet, genau, wo wunderschön ist zum Laufen. Dann kommt man beim Kloster Mehrerau Wettingen vorbei. Bregenz, und Bregenz war ja ganz ein wichtiger Ort in dieser Zeit. Weil dort hat der Columban mit seinen Mönchen 2 Jahre ist er dort geblieben. Mhm. Weil es war dort schon eine Christengemeinde vorher, aber die war zerfallen und er hat dann das wieder aufgebaut. Hat sich dann aber verkracht mit den Leuten. Aha. Weil sie haben immer sehr... Gibt es auch Kreis, ja? Ja, sie haben natürlich mit brachialer Gewalt haben sie den Leuten beweisen, dass ihre Götter nicht wert sind, genau, und ohnmächtig. Ja, komm, wir laufen doch ein bisschen. Und sie haben dort haben dann Götzenbilder zerschlagen und haben auf der anderen Seite ein Fass Bier, wo die Leute vorbereitet haben, um ihren Götter zu opfern, hat der Columban zerschlagen. Und ja, es ist halt dann nichts passiert. Aber die Leute sind putz verrückt worden. Und dann hat man 2 Mönche erschlagen. Man hat ihnen eine Kuh geklaut. Und da haben sie gefunden, es sei eben Zeit zum gehen. Und der Gallus hat ja dann gesagt, er sei krank. Es Fieberiger ist, kann, gell? Ja, man weiß nicht. Das war 612, gell? Genau. Man weiß nicht, ist es eine diplomatische Krankheit gewesen, weil er nicht mehr wollte mitgehen oder ob es wirklich so war. Er ist dann zurück, ist dann wieder zum Willimar auf Arbon in der Konstanz, zu dem Priesterretunnel, wo ihm dann geholfen hat, einen Weg zu finden. Da ist Steinachtobel, wo er dann geblieben ist. Und der Columban ist mit dem Rest der Völker ist er da raufgelaufen. Da. Wo genau, kann man nicht sagen, weil es ist nie festgehalten. Aber wir vermuten, weil damals der Rio eine gewisse Breite hatte dort unten am Bodensee und nicht gerade überall Brücken bestanden haben, haben wir gedacht, wahrscheinlich ist er eher drinnen geblieben. Und in Schaan hat man ein Stück von einer Römerstrasse gefunden. Genau. Also ist dort die Römerstrasse durchgegangen. Und wenn man das Schloss Werdenberg vielleicht gesehen hinter dem Wolfgang, sieht man gerade auf Schaan durch die Kirche, hat man gesehen. Ja, also, jawohl, du hast gerade da vorne einen spitzigen Turm dort. Und sonst, wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, müsst ihr selber in die Studenstrasse auf Grabs kommen, das mal ablaufen. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie dort drauf sind. Wir führen darum den Hauptstrang auf der selben Seite durch, mit Vorarlberg, Liechtenstein, Luziensteig, Herrschaft, Chur und dann weiter. Aber weil ja der Gallus nachher einmal hier auch in Grabs war, habe ich das Gefühl, es wäre noch interessant, um auch Grabs einzubinden. Und darum kommen wir ja von Hohenems, machen wir einen Alternativweg, der über Grabs dann auf dieser Seite des Rheins raufgeht und hier oben auf Via Sargans, Bad Ragaz und dann über auf Meierfeld und von dort dann wieder auf dem anderen Weg raufgeht. Oh, und weißt du, was kommt mir jetzt gerade spontan in den Wolfgang? Der Columban 612, müsste der auch vor genau deinem Alter gewesen sein? Er ist 72, ja? Ja, nein. Man redet ja mit 56 gestorben mit 75. Ja. Der wäre im 12 ja, 72 ja, genau, gewesen, ja? Also auch Pusper. Also fühlst du dich so ein bisschen wie der Columban, oder weißt du, was denkst du denn so? Ja, also die selben harten Seiten, die er angezogen hat, die müsste ich nicht haben. Und weißt du, was mir noch aufgefallen hat? Du hast ja gesagt, man weiss nicht genau, hat es der Gallus einfach gesagt, vielleicht hat Fieber und so weiter ist geblieben. Aber eins ist mir irgendwie klar, die Galler Luft ist irgendwie besser als die Italiener. Weil der Columban ist ja auf Italien gegangen, gell? Jawohl. Provinz Piacenza, und ist heute mit 75 gestorben. Und der Gallus ist 95 geworden. Genau. Genau. Also offensichtlich ist die Luft da besser. Ja, eindeutig. Und man muss natürlich sagen, vermutlich hat der Columban geahnt, dass es eine diplomatische Krankheit ist, weil er hat dem Gallus verboten, die Messe zu lesen, bis er, Columban, stirbt. Aha. Und es hat sich dann ergeben, dass im 15., wo er gestorben ist, der Columban, ist er, das ist dann natürlich in der Geschichte, wo sie so sagen, sei er dem Gallus in der Nacht erschienen, aber er sei jetzt gestorben. Der Gallus hat dann
Leute abgeschickt auf das Bobbio, wo der, wo das Kloster war, und hat dort nachfragen lassen. Und tatsächlich war es so. Und der Columban hat aber seine Kambuze hat er ihm gegeben, das ist quasi der Abtstab, der Krummstab, wo er als Zeichen von der Würde und auch, man tut es interpretieren, auch als quasi Übergabe von der, ja, von seiner Leitungsfunktion an den Gallus weitergegeben hat. Und das, tut man ja auch sagen, ist dann eine Art auch die Versöhnung gewesen, halt dann erst nach seinem Tod, aber schlussendlich ist es doch, ja, hat er da damit dann wieder dürfen Mess lesen und ist ja dann noch viele Jahre dort geblieben. Ist ohnehin interessant, gell? So, Irland und Schottland sind ja nicht unter Fuchteln von den Römern gewesen, sondern eben christianisiert, weil für die Römer ist es zu wenig interessant gewesen und darum hat, ist er auch so ein bisschen entstanden, oder? Und was noch sehr interessant ist, ich habe es gerade letztens wieder gehört und auch gesehen, es gibt immer wieder Liechtensteiner und auch andere Leute auch von der Region, die irgendwie, was wegen der Schönheit oder vielleicht eben wegen dem Columban, irgendwelche Wohnungen und Häuschen in Irland haben, oder meinst du, hat das nichts mit dem Columban zu tun? Ob es mit dem Columban zu tun, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist halt eine schöne Insel. Und, ja. Ich denke, es ist ein spezieller Reiz. Also sowohl England wie Irland, das sind halt wunderschöne Orte, wenn, ja, wenn man das kann schätzen kann. Wie hier alt ist der Merkelkopf. Und wenn du das denkst, der Merkelkopf, hat der Columban das schon erlebt. Gell? Der war auch schon da. Gewesen, ob er gleich hoch war wie jetzt, kann ich nicht das sagen. Das ist eine andere Frage. Gell? Ja, gut, dann ist er dann dort ja eben in die Provinz Piacenza gekommen, ja, Italien. Dann war dort ein König und ja, hat die Gunst vom König erobert und hat ihm dann ja eben auch ermöglicht, dass er dort sesshaft sein und bleiben, genau, oder? Ja. Er hat ihm dort die Möglichkeit gegeben, dass er ein Kloster aufbauen und ja, dort sesshaft bleiben. Aber es war ja dann eigentlich nicht wahnsinnig lang gewesen, oder? Er ist ja dann eigentlich 3 Jahre schon gestorben. Ja, einfach schlechtere Luft, wäre er gerade St. Gallen geblieben, oder? Ja, genau. Dann würde er vielleicht heute noch leben. Ja, wahrscheinlich schon, ich vermute. Also die Luft muss wirklich gut sein. Ja. Es ist auch eigenartig, gell? Dass sich das auch mit dem Katholizismus auch in Irland so entwickelt hat. Obwohl, es hat dort keine Bistümer gegeben. Es hat nur Klöster und Abteien gegeben. Ganz genau. Und trotzdem irgendwie ist es ziemlich ähnlich gewesen, oder? Ja, es war natürlich schon ein relativ grosser Unterschied auf dem Kontinent. Sind Bistümer gsi. Mhm. Die Bischöfe waren ja auch weltliche Herren. Genau. Und sie haben vorwiegend in den grösseren Orten und den Städten gelebt. Ja. Wie auch die Römer, die da waren, bis ungefähr 400 herum, sind in den Städten primär gsi. Und auf dem Land hat man die Leute eigentlich so ein bisschen sich selber entwickeln lassen. Mit anderen Orten hat man nichts gemacht. Irland war von der Völkerwanderung und von den Römern unberührt gewesen. Darum konnten sie ja dort auch weiter forschen. Und sie sind im Grunde genommen diejenigen, die alle die alten Bücher können erhalten und wieder neu kopieren. Wie durch in der Zeit, wo da die, ja, halt dann die Wilden aus dem Osten gekommen sind, ist sehr viel vernichtet worden, gerade eben Bücher und so. Und die sind dann übergekommen, die Mönche, die haben, das ist ein von ihren grossen Verdiensten in meinen Augen, dass man alle die alten Bücher von den Griechen und so weiter her, dass man die wieder kopiert hat und dass man die erhalten hat. Über die und andere Sachen kann man natürlich reden. Ich bin jetzt extra stillgestanden, weil da siehst du jetzt Schloss Werdenberg, hinten dran siehst du die Kirche von Jean. Jawohl. Also da sieht man jetzt auf einen Blick die Route B und A 15. Ganz, gell? Genau. Und wir müssen sagen, von Basel nach Chiavenna, das ist ja quasi der Columbansweg in der Schweiz, das sind 21 Etappen und eben noch so ein paar Alternativetappen, oder? Genau. Wir haben ja, wenn wir jetzt hier das Rintel abschauen, der Rhein fließt in dieser Richtung, Richtung Bodensee. Auf der anderen Seite des Rhein ist Liechtenstein und dort unten dann das Vorarlberg. Und der Weg führt von Bregenz auf der rechten Rheinseite, sprich auf der österreichisch-liechtensteinischen Seite darauf, durch das ganze Liechtenstein, über die Luziensteig und dann bis auf Chur. Und ab Hohenems gibt es eine Abzweigung hier über. Weil wir haben gesagt, wir wollen eigentlich auch den Gallus, der in Grabs einmal war. Das ist auch nachgewiesen, dass man das mindestens einbindet. Und dann laufen wir dort einfach auf dieser Seite drauf, bis auf Bad Ragaz und dann über auf Meierfeld. Dann haben wir dort eigentlich wieder den Zusammenschluss.
Und eben, okay. Und da hat man doch einen wunderschönen Weg, also, wo man oben durchläuft. Und wie du gesagt hast, die Weg kann man zum Teil auch selber wählen. Es kommt einfach, man hat dann wieder, ja, man kann selber einteilen. Oder? Richtig, da kann jeder so gehen. Der kann es ja auch mit dem Velo machen. Man kann es in jeder Form mit dem Skate, wenn man Lust hat. Es kann es jeder auf seine Art machen, weil es ist ja nicht in dem Sinn ein Pilgerweg, wie jetzt zum Beispiel der Jakobsweg. Wo der Jakobsweg hat ganz klar das Ziel, auf Santiago zu kommen. Mhm. Weil dort hat man ja den Ablass bekommen, wenn man dort hergekommen ist. Ja, und jeder ist von daheim aus gelaufen, hat dann irgendwo mal einen grösseren Strang gefolgt und ist irgendwann auf den Santiago gekommen. Und beim Kolumbansweg machen wir eigentlich mehr einen Erinnerungsweg. Ja. Weil der Jakobus, wenn er überhaupt in Santiago begraben ist, was ja, man nimmt es an, aber es ist nicht nachgewiesen, er ist sicher nie auf einem von diesen Wegen gelaufen. Ja. Hingegen beim Kolumban weiss man, dass er hier gelaufen ist. Welche Meter genau, logisch wissen wir nicht, aber er ist Zrintl darauf gelaufen. Das ist ganz eindeutig, wir hätten ja irgendwann auf das Italien kommen. Und darum sagen wir, es ist ein Erinnerungsweg. Man läuft auf den Spuren von diesen Mönchen von Bangor, wo er gestartet ist, bis auf das Bobbio runter, wo er dann das letzte Kloster gegründet hat. Und wo er auch dann eben 615 gestorben ist. Das ist ein Erinnerungsweg, wo wir möchten, dass man sich wieder erinnert, was der Kolumban und seine Mönche für den Kontinent tun haben. Und jetzt gehen wir vielleicht gleich einmal noch schnell ins Oberland, dort, wo du jetzt daheim bist. Gehen wir uns ganz zu noch, gell? Gut, super, einfach, danke. Und dann hätten wir dann den Schluss von dieser Etappe noch. Und wenn wir jetzt hier runter schauen, also die Etappe die fängt in Hagen unten an. Und wer auf der anderen Seite, wer der, müsste überhaupt auf Feldkirch durch, geht von dort weg, Richtung Balses. Und dann, dann von so ganz weg auf Chur kommt dann das Ganze wieder zusammen, oder? Also von Bad Ragaz, Meierfeld. Ah, Bad Ragaz, ja. Es ist extrem schwierig zu sagen, welche Seite schöner ist, weil im Liechtensteinischen läuft man oben den Panoramaweg, man kommt dann runter auf Vaduz und läuft unten in drei Ebenen drauf bis auf Balzers und nachher über die Luziensteig. Es ist ein sehr schöner Weg. Der Weg hier, da kommt man jetzt halt hier auf dieser Seite durch, man kommt dafür da vorne über das Schloss, man geht dann durch das Rindl drauf, kommt bis auf Trübach und dort geht es dann auf den alten Schollbergweg. Was auch ein sehr schöner Ort ist. Man sieht nachher Sargans, der ja markant ist in dem Ganzen. Man kommt auf Bad Ragaz, der ein sehr, sehr schöner Ort ist. Und schlussendlich dann über auf Meierfeld und wieder drauf. Also, es ist noch schwierig zu sagen, welche Seite man lieber hat. Am besten macht man beide Wege, dann hat man es gesehen. Ja. Dann kann man nachher am Schluss sagen, welche besser gewesen sind. Hauen wir es mal. Ja, ist gut. Jetzt sind wir aus der ganz gell. Wir sehen, jetzt sind wir an die alte Schollbergstrasse, glaube ich, heisst die. Alte Schollbergstrasse da oben, ja. Und jetzt sind wir halt unten dran. Das ist auch ein Teilstück, gell, Wolfgang? Jawohl, wenn man von Werdenberg weiterkommt, kommt man nachher da durch. Dann kommt man den Weg durch ab. Das ist ein alter Weg, weil früher war ja da Schwemmgebiet gewesen. Und hat keine Strasse gehabt. Und darum mussten die Leute immer in der Höhe durch. Und dann geht es da vorne, dann kommt man da oben dann auf Sargans rauf und dort zum Schloss rauf. Aber da findet man sogar Reifenspuren von damals, wo sie mit dieser Kerre immer da durchgefahren sind. Es ist sogar in den Steinen, sieht man da noch da oben. Und hat dann hinten dran einen Tunnel und eine Hängebrücke, also höchst interessant, oder? Ja, weil es ist natürlich vorne ist der Steinbruch und dort haben sie müssen. Das ist ja ein grosser Abbruch. Dort mussten sie so eine Art eine Hängebrücke machen, wo einfach ein Steg, der angehängt ist an der Wand. Und der ist wirklich noch attraktiv zum Laufen, weil man sieht dann schön über das Tal raus. Und unten ab geht es doch ab. Nicht wahnsinnig weit, aber es ist noch eindrücklich, finde ich. Ja. Und das da vorne ist natürlich auch ein beliebter Kletterweg. Da tun viele da klettern. Wenn man gerade da vorne sieht, man. Die Leute dort, die finden, die gehen da klettern. Genau. Jetzt an einem schönen Tag hat es hier xx Seilschaften, die sich hier drauf kämpfen. Ja, man kann noch lange erzählen, natürlich, gell, Wolfgang? Und das Ganze ist ja hier auch noch Festungsgebiet. Das ist ja alles Festung. Man sieht ja dort Schiessscharten. Hoppla. Man sieht da hinten Bunker. Das dürfen wir gerne nicht filmen hier? Jetzt dürfen wir es. Früher hätten wir es nicht dürfen. Gut. Aber jetzt dürfen wir es. Auf jeden Fall, gell, bei der Internetseite, und jetzt eingeblendet ist, kann man alles nachlesen. Natürlich. Ihr habt auch Stationen drin, ihr habt so gerne Raststätten drin, wo man kann übernachten kann. So genau. Also eine riesige Vorbereitung. Wolfgang, wie lange bist du da dran gewesen? Oh,
kann es nicht sagen. Ich habe die Stunden, Wochen nie gezählt. Das war viel Zeit, das muss ich sagen. Weil, ja, erstens mal, ich bin mit dem ganzen IT überhaupt nicht vertraut. Also ich musste das alles quasi von der Learning by Doing. Ich musste alles lernen, wie man es macht. Und das natürlich zum Teil falsch gemacht, wieder zwei- und dreimal machen, bis es dann so drin war, wie es jetzt ist. Dann haben wir es ja dann das Ganze noch übersetzt. Ein Englisch hat eine Bekannte aus Basel, eine Irene, hat das gemacht. Und Französisch haben meine Frau Françoise und ich, wir haben das gemacht miteinander. Das war auch noch mal ein bisschen Arbeit gewesen. Wobei heute mit diesen ganzen Übersetzungshilfen im Internet wird man wirklich unterstützt. Und es gibt einem schon eine rechte Hilfe. Man muss es natürlich überarbeiten, aber es ist schon eine gute Voraussetzung, um nachher das mit weniger Arbeit machen. Einiges haben wir können zeigen, können sagen, aber ich glaube, wir müssen noch mal irgendwann noch mal auf den Weg gehen. Was ist so dein grösster Wunsch jetzt? Ja, wir haben am nächsten Dienstag, am 30. Juni, die quasi offizielle Eröffnung. Das Witzige, gell? 30. In Wettingen. Ah, Wettingen, genau. Und dort haben wir ja morgen die Medieninformation. Und nachher laufen wir von Wettingen, vom Kloster und vom Restaurant Sterne, wo das älteste Gasthaus ist in der Schweiz, laufen wir ins Kloster Fahr, das ist ein Frauenkloster, zusammen mit, wo zu Einsiedeln gehört. Ein einziges Doppelkloster, wo ein Frauenkloster und ein Männerkloster, nicht am gleichen Ort, aber es gehört zusammen. Da laufen wir das Stück und dann laufe ich hoffentlich einen Haufen Leute dort mit. Und selbstverständlich wünsche ich mir natürlich, dass ein Haufen Leute gerade jetzt dieses Jahr nützen, wo man nicht ins Ausland kann oder viele nicht ins Ausland gehen wollen, dass die sagen, wow, wir können mal einen anderen Weg in der Schweiz kennenlernen, den Kolumbansweg, weil viele andere Wege, Jakobsweg und so, das kennt man, das sind viele schon gegangen. Aber ich denke, da kommt man eine andere Strecke vorbei, weil wenn man einmal in Basel anfängt, rauf bis auf Koblenz, Baden, Zürich, bis oberen Zürichsee, Duggen oder Rapperswil, über den Ricken, Wattwil, über Stockenburg nach Flawil, rauf auf St. Gallen, runter auf Arbon, über auf Bregenz, dann auf den Ruf, wo wir jetzt schon davon geredet haben, Chur, Chur über die Lenzer Heide, nachher der Ruf auf Bivio, und dann über den Septimer Pass bis Abi auf Giauhinne. Das ist wunderschön, sind rund 500 Kilometer. Sehr schöne Stück. Es hat flache Stück, der grössere Teil. Es hat auch ein paar Gebirgsstecken drin. Ich finde, es hat alles, was man sucht. Es hat so viele Orte, die interessant sind zum Anschauen. Sie sind auch auf der Homepage sind sie aufgeführt. Und wir haben seit gestern eine Web-App, dass also die mit Internet verbunden sind, unterwegs, die können direkt auf die Homepage zugreifen. Und ich finde, das ist sensationell. Man ist damit immer ajour. Eine App hat immer ein bisschen das Problem, dass man das ajour bringen muss. Und das ist nicht ganz einfach und vor allem aufwendig. Hingegen, wenn man direkt auf die Webseite zugreifen kann, über das Handy mit Internetanschluss, ist das eigentlich das Ideale. Also, 3 Wochen einplanen und dann geht's mal los. Zum Beispiel, ja. Machen. Super, wäre schön.